Hallo und herzlich willkommen, das ist CypherPolex und im heutigen Video geht es natürlich um Drefelga the Water Law und Blackbeard alias Marshall the Teach. Und natürlich geht es heute auch mitwirkend um das Geheimnis des D-Clans. Wir wissen natürlich, dass diese beiden sehr interessanten Piraten aufeinander getroffen sind und natürlich könnten dort einige Geheimnisse enthüllt werden. Im Zuge dessen werden wir natürlich im heutigen Video enthüllen, wie es mit dem Kampf weitergeht, was wirklich passieren wird, wie dieser Kampf überhaupt vonstatten geht, wird jemand sich einmischen, wird irgendjemand kommen und vielleicht Laws Ableben verhindern oder wird Blackbeard doch einen längeren Nutzen aus der Frucht oder aus der Kraft oder aus dem Namen von Law ziehen können. Natürlich wird das heute alles im Video thematisiert und es bleibt natürlich extrem spannend. Ich muss aber dazu sagen, morgen ist es endlich soweit, der legendäre Vergleich Himmelsfrüchte versus Teufelsfrüchte. Ich hoffe natürlich, ihr habt alle das Buch gelesen, für die, die es noch nicht gelesen haben, checkt unbedingt jetzt noch den ersten Link in der Beschreibung aus, natürlich im Namen der Gerechtigkeit. Jeder von uns dürfte sich mal folgende Frage gestellt haben: Was passiert eigentlich, wenn man Bestandteile aus One Piece rausfiltert und sie auf unser Leben überträgt? Und das Ganze noch gekoppelt mit Zeitreisen und wir befinden uns zeitgemäß Stand NS-Regime. Das heißt natürlich, man kann jetzt wirklich die wesentlichen Charakteristika von One Piece nehmen und dadurch irgendwie eine neue Ebene, eine völlig neue Weltgestaltung erschaffen. Man nimmt da geschichtliche Referenzen mit rein, baut dann eine völlig neue Thematik rund um Himmelsfrüchte mit auf und das Ganze verbindet man noch mit einem unglaublichen Charakter, von Narben übersät, sein Gesicht kaschiert, das sogenannte Phantom. Alles das passiert natürlich vollkommen isoliert im NS-Regime und dann muss man sich da noch irgendwie zurechtfinden. Und diese Himmelsfrüchte sind sowieso die interessanteste Thematik von allen. Wir haben hier ein direktes Äquivalent zu den Teufelsfrüchten, nur deutlich aufschlussreicher. Auch nicht jeder überlebt diese Transformation. Wir haben Charakteristika von Zohan, Logia, sie sind aber nicht so betitelt. Es ist ein absolutes Mysterium. Und das Ganze verbinden wir mit einer unglaublich spannenden Zeitperiode. Somit haben wir das Buch Das Phantom direkt angelehnt an das legendäre Werk One Piece natürlich. Und somit haben wir hier deutlich, deutlich interessante Referenzen, als wir uns nur vorstellen können. Deswegen erster Link in der Beschreibung. Lest euch dieses Buch durch und schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet. Am Ende dieser Woche wird ein Video kommen, wo ich direkt Teufelsfrüchte mit Himmelsfrüchten vergleiche. Seid gespannt. Unglaublich geniales Buch. Ich kann euch nur nochmal anraten, holt euch dieses Buch, es ist wirklich, wirklich gut und natürlich das finale Video wird morgen erscheinen. Aber gut, so oder so, Drefelga the Water Law war natürlich ein Charakter, der in erster Linie auserzählt war. Man muss da wirklich sagen, letztendlich war sein einziges Ziel, Doflamingo zu besiegen und das war natürlich hier der wesentliche Punkt. Aufgrund dessen natürlich, dass er Ruffy irgendwo hier mit einbinden wollte, hat er natürlich alles inszeniert, als würde es einfach nur darum gehen, Kaido zu diskreditieren und Kaido zu besiegen. Und um das umzusetzen, muss man natürlich erstmal seinen Handlanger fertig machen und das war in dem Fall natürlich Doflamingo. Als Doflamingo besiegt wurde, war sein Charakter eigentlich wirklich auserzählt. Sein ganzer Werdegang war im Prinzip beendet. Ihm war es auch relativ egal, ob er leben konnte oder ob er sterben wollte. Es hat ihn nicht wirklich tangiert. Und interessanterweise hat ihn Sengoku, der das natürlich auch alles so realisiert hat, ihn so eine Art neuen Lebenswillen vermittelt, dem er einfach gesagt hat, du musst irgendwas finden, was dich tangiert, beziehungsweise irgendein Ziel, was du erreichen willst. Und natürlich hat er das in irgendeiner Weise geschafft. In erster Linie war Wano Kuni für Law so eine Art Übergangstransformation. Seine Crew wurde erstmal auf so zurückgelassen, was für ihn auch gar kein Problem war. Er wusste natürlich, den Minks kann man vertrauen, allein durch Beppo natürlich bedingt. Dann natürlich ging es halt Richtung Wano Kuni und er hat es dann auch wieder geschafft, seine Crew zu retten und hat natürlich auch ein neues Ziel gefunden, nämlich das Geheimnis des D-Clans zu lüften. Und dann trifft er ausgerechnet auf Blackbeard. Absolut geniale Plotentwicklung. Aber gut, wir steigen natürlich gleich ins Video ein. Erstmal natürlich, die Grüße gehen raus an euch alle. Ihr seid wirklich die beste Community aller Zeiten. Wenn ihr mich auch weiter unterstützen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt fleißig Kommentare, abonniert diesen Kanal. Und natürlich die gesonderten Grüße gehen raus an die Kanalmitglieder. Grüße gehen raus an Sakura Kitsune, Too Stylish For You, Hedgehog Entertainment, Fate Zero, Live Sturmklinge, Drefelga the Phoenix, Johnny die Erdbeere, Mike Lopez, Flosen, Windmühlendorf, die Eastblue. Im Namen der Gerechtigkeit, in Nomen Justitia, viel Spaß mit dem Intro und anschließend viel Spaß mit dem Video. Viele von euch in der Community sind ja davon ausgegangen, dass Law wirklich eine Chance gegen Blackbeard hätte. Da muss ich euch leider enttäuschen, dem ist auf keinen Fall so. Natürlich sieht es gut aus, wenn Blackbeard erstmal auf die Schnauze bekommt, nur müssen wir immer im Hinterkopf behalten, Law hat nur das getan, was bis jetzt jeder getan hat, nämlich Blackbeard in erster Instanz so eine Art von Einheit zu gebieten. Zumindest sah es immer so aus. Ob das eine Art von psychologischer Kriegsführung ist, nach dem Motto, den Gegner so einen Vorteil zu wiegen und dann zuzuschlagen, oder ob das halt einfach nur wirklich Blackbeards Eigenart entspricht, er da so ein bisschen
naja, defensiv schlecht ist und seine Frucht halt das nicht so gut kompensieren kann, könnte natürlich auch der Fall sein. So oder so haben wir es ja auch schon bei Ace gesehen. Er kriegt erstmal wirklich starke Attacken ab und dann schlägt er irgendwann zurück. Selbst bei Ruffy ist es passiert, Magellan hätte ihn fast getötet, Whitebeard hätte ihn fast getötet, Sengoku hat zugeschlagen. Jeder hatte erstmal den Vorteil. Doch im Endeffekt hat Blackbeard immer die Oberhand gewonnen und er konnte immer das Ruder rumreißen. Und natürlich muss man halt auch bedenken, selbst wenn man hier den Kampf nur 1 gegen 1 analysieren würde, müsste man dann noch dazu addieren, dass halt nochmal Blackbeards ganze Crew dabei ist. Und Law's Crew hat jetzt geglänzt, das fand ich auch relativ gut. Wir dachten ja wirklich, dass Leute wie Chien Bart und Beppo vielleicht was drauf haben, also so Longform Beppo und Chien Bart, weil er halt irgendwo mal eine Legende war, laut Law's Aussage. Aber wir haben jetzt auch gesehen, dass irgendwelche No-Names von Law gute Attacken auspacken konnten. Ich meine, Fischmenschen-Karate ist nicht ohne. Und auch so eine Attacke, also Wasser in dieser Form zu kanalisieren und wirklich abzuschießen, ist eine gute Form des Fischmenschen-Karate. Da kann man nichts Schlechtes sagen. Dennoch reicht es halt nicht gegen diese Oberliga. Ich meine, es ist die Blackbeard-Piratenbande. Und die sind jetzt auch noch mit Wahnsinnsfrüchten ausgestattet. Allein so ein Van Uga mit einer Teleportationsfrucht ist schon mal ein völlig anderes Niveau. Das heißt, Law hätte so oder so das Nachsehen, auch seine ganze Crew. Die einzige Möglichkeit, wie er aber wahrscheinlich seine Crew retten kann, was für ihn auf jeden Fall relevant sein dürfte, ist, wenn er halt irgendwann aufgibt. Nun, die Frage ist, wie geht Blackbeard mit Kapitulation um? Dieser Kampf könnte all out gehen und irgendwann realisiert dann auch mal Law, okay, wenn ich jetzt verliere, was passiert dann eigentlich mit meinen Leuten? Die er ja wirklich ins Herz geschlossen hat. Und das haben wir ja schon bei Wano Kuni betrachten können. Nur was passiert, wenn ein Blackbeard derartige Leute in die Finger bekommt? Sie haben keine Teufelsfrüchte, sie haben keinen Nutzenfaktor für ihn. Und Blackbeard ist nicht gerade dafür bekannt, Gnade walten zu lassen. Es sei denn natürlich, Law hätte irgendwas, womit er ihn besänftigen könnte. Natürlich wird Law von sich aus bis zum Ende kämpfen. Natürlich wird er alles riskieren. Nur irgendwann muss er halt dann in irgendeiner Weise zeigen, dass Blackbeard noch irgendeinen Nutzenfaktor in ihm sieht. Die Frucht an sich könnte nützlich sein, aber das würde halt bei Blackbeard dagegen sprechen. Letztendlich sind die beiden sich schon begegnet und wenn Blackbeard Interesse an der Frucht gehabt hätte, hätte er ihn damals schon geschnappt. Ich meine, der Rocky-Port-Vorfall hat relativ klar ausgesagt, wie dieser Kampf vonstatten ging. Wir müssen dazu eigentlich nur das Gespräch zwischen Corby und Blackbeard analysieren. Die Wortwahl war relativ klar gewählt. Im Prinzip hat Blackbeard verlauten lassen, dass er Corby dankbar war dafür, dass er im Prinzip auftauchen konnte und direkt Wang Chi besiegen konnte. Das heißt natürlich, irgendjemand hat die Vorarbeit geleistet. Wenn ich aber jetzt hier eine Relation aufstelle und sage, ein Corby allein gegen einen Wang Chi, macht das keinen Sinn. Wir wissen aber, Law war ebenfalls dabei. Und die Marine neigt sowieso dazu, derartige Vorfälle entsprechend auszunutzen, dass Piraten auf keinen Fall gut aussehen dabei. Das heißt natürlich, Law wird ebenfalls mitgewirkt haben, wird dafür gesorgt haben, dass wahrscheinlich nicht so viele Leute zu Schaden kommen. Ist immer noch eine Pirateninsel, ich meine, wir reden hier von Biaf. Dennoch wäre es ja eine monumentale Zerstörung und ich denke mal, in dem Fall könnte er sich sogar Corby angeschlossen haben und Corby und Law haben es dann wahrscheinlich geschafft, Wang Chi zu überwinden. Und schlussendlich ist dann Blackbeard aufgetaucht und hat dann im Prinzip die Situation wie immer ausgenutzt. Ich meine, Blackbeard neigt sowieso dazu, er taucht erst dann auf, wenn die Gegner schon relativ gut angeschlagen sind, warum auch nicht. Ich meine, letztendlich spricht das nicht gerade für seine fehlende Stärke, es ist einfach nur ein Indikator dafür, wie intelligent dieser Mann ist. Ich meine, warum sollte er sich da selbst abrackern, nur um da eine vermeintliche Ehre aufrechtzuerhalten, um dann eigentlich einfach sein Ziel zu erreichen, indem er halt einfach zuschlägt, wenn alle Parteien schon geschwächt sind. Und mit geschwächt kommt er dir auch der Stichpunkt. Letztendlich wird Law dann auch gekämpft haben. Das heißt natürlich, zu dem Zeitpunkt hätte sich ein Blackbeard die Frucht schnappen wollen, hätte er sie sich geholt. Deswegen kann ich hier nur interpretieren, dass Blackbeard kein so großes Interesse an dieser Frucht hat. Was mich natürlich ein bisschen stutzig gemacht hat, es könnte halt auch sein, dass er einfach nur abwarten will, bis halt Law in der Lage ist, überhaupt diese Operation durchzuführen zum Beispiel. Oder natürlich, er sieht wirklich keinen potenziellen Nutzen in dieser Frucht. Ist relativ interessant tatsächlich, könnte halt auch einfach sein, dass Blackbeard an sich halt nicht an der Unsterblichkeit interessiert ist, sondern dass er halt einfach wirklich so einen Werdegang haben will und halt irgendwann halt auch sein Leben lassen wird und halt im Prinzip dann auch eine Legende hinterlässt, würde auch zu diesem Charakter passen an sich. Aber gut, so oder so würde das auf jeden Fall nicht sein Interesse wecken. Das heißt natürlich, allein die These, dass man jetzt sagen kann, okay, Blackbeard könnte ihn jetzt gefangen nehmen aufgrund der Frucht, weil er diese Fähigkeit braucht, spricht halt wirklich sehr viel dagegen. Gerade zum Beispiel auch, dass er halt ganz klar gesagt hat, er wusste, dass irgendjemand diese Route nehmen wird. Wir wussten, es gibt drei Routen. Eine Richtung Sphinx, eine Richtung Elbern, eine Richtung Bialf. Law hat sich natürlich für die, aus seiner Interpretation, richtige, aus Blackbeards Interpretation falsche Route entschieden. Und Blackbeard hat auch ganz klar gesagt, er will halt irgendwie nur die Information des Poneglyphen. Das heißt natürlich, es wäre ihm völlig egal gewesen, ob da jetzt ein Kid oder ein Waffi oder ein Law auftaucht. Er wollte nur die Information. Law war natürlich ein tragischer Zufall. Das heißt, das allein reicht nun mal nicht aus, um ein Blackbeard hier zu besänftigen.
Würde aber nicht bedeuten, dass Law hier gleich tot sein muss. Das wäre natürlich ein relativ hartes Statement. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt es mal in die Kommentare. Aber ich würde sagen, das wäre ein Wahnsinn-Statement. Law ist so einer der beliebtesten Charaktere aus ganz One Piece. Wenn dieser einfach offscreen sogar sterben würde und irgendwie kommt dann zum Beispiel die Operationsfrucht in irgendeiner Form bei einem Vasco-Shot. Ein Vasco-Shot packt mir auf einmal Room aus und das wäre schon dieser Moment, wo ich sagen würde, wow, okay, das ist wirklich Next Level. Wäre ein krasser Schritt. Ich fände es irgendwo cool, aber ich weiß natürlich, ihr auch da draußen, die ganze Community würde aufschreien, dass Law dann offscreen gestorben ist. Das wäre, glaube ich, ein zu hartes Statement. Und wir wissen natürlich, wir reden hier von One Piece. Die Community ist auch teilweise sehr toxisch, was sowas angeht. Und Oda musste sich schon einiges anhören, nur weil er mal verlauten lassen hat, dass One Piece nicht mehr allzu lange geht. Und selbst das hat er wieder revidiert, weil letztendlich war es klar, dass es nicht mehr irgendwie nur 3 Jahre gehen kann, sondern schon auch mal ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aber gut, so oder so wäre das ein cooles Statement. Nur, ich weiß, für die meisten da draußen wäre es ein bisschen zu hart. Gebe ich auch ehrlich zu, es wäre eine krasse Nummer. Nur ganz ehrlich, es wäre schon interessant, muss ich schon zugeben. Aber gut, so oder so wird es natürlich in irgendeiner Weise zu irgendwas kommen müssen. Das heißt natürlich, dieser Kampf kann halt einfach nur auf eine Weise ausgehen. Blackbeard gewinnt. Das ist halt die einzige Option, wenn man halt wirklich nur die momentanen Fakten betrachtet. Es gibt keine Möglichkeit, wie Law es schaffen könnte, Blackbeard zu überwinden. Wir haben sein Kräftemaximum gesehen, wir haben sein Potenzial gesehen, wir haben seine Erwachen gesehen. Wir wissen aber, Blackbeard steht da nochmal drüber. Er kann diesen Blackbeard nicht besiegen. Ist halt leider ein Statement. Und so oder so, mit der gesamten Crew funktioniert das sowieso nicht. Es gibt nur Möglichkeiten, um Laws Arsch zu retten, dass irgendjemand frühzeitig interveniert. Wir wissen, gab es auf dem Weg, wir wissen nicht, wie lange der Kampf geht. Das heißt, wenn er wirklich irgendwie Tage in Anspruch nehmen könnte, wäre das zum Beispiel die Möglichkeit, um das Ruder rumzureißen. Dann könnten sich zum Beispiel ein Garp und ein Law zusammentun und könnten in dem Fall gegen Blackbeard vorgehen. Ist eine potenzielle Möglichkeit. Und für mich die einzige Möglichkeit, dass jemand interveniert. Rayleigh habe ich auch mal in Erwägung gezogen, aber dadurch, dass das Kräft mir erst vor kurzer Zeit stattgefunden hat und sie dadurch im Prinzip auch Blackbeard hätten verfolgen müssen, macht es für mich jetzt nicht so viel Sinn. Ich meine, warum auch? Sie haben ja gesehen, was dort abgeht und ich glaube nicht, dass jetzt Boa Hancock oder Rayleigh Interesse haben, jetzt einen Corby zu befreien. Deswegen gab es natürlich eine potenzielle Möglichkeit, um zumindest halt für Ablenkung zu sorgen oder halt um neue Bündnisse zu strukturieren. Ansonsten natürlich gibt es keine Möglichkeit, wie Law von sich aus gewinnen kann. Das heißt, er muss ja irgendwas enthüllen. Und sein Name ist natürlich hier extrem relevant. Ich kann mir nicht genau vorstellen, wie das vonstatten gehen soll, dass er auf einmal sagt, ja übrigens, ich habe einen D im Namen. Das macht für mich keinen Sinn. Die einzige Möglichkeit vielleicht, dass irgendjemand gerade seinen Namen ruft, seinen vollen Namen natürlich, selbst das wäre natürlich dann so ein bisschen arg konstruiert, aber zumindest eine Möglichkeit, das zu enthüllen. Weil irgendwann muss das ja zur Sprache kommen. Letztendlich ist Blackbeard ja an derartigen Geheimnissen interessiert und wir wissen natürlich auch, sein Hobby wurde als Archäologie betitelt. Das heißt natürlich, wenn Oda das so spezifisch nochmal erwähnen muss, da steckt da auf jeden Fall mehr dahinter. Und diesen Forschungsdrang könnt ihr auf jeden Fall auch mit Laws Wissenstours verbinden. Das heißt natürlich, sie haben irgendwo auch gemeinsame Interessen und somit könnten sie zumindest halt auf gewisser Weise zusammen bestimmte Geheimnisse entschlüsseln und zumindest mal die D-Klein ein bisschen mehr beleuchten. Wir wissen halt, dass solche plotmäßigen Sachen jetzt gerade mehr stattfinden müssen, weil eine Sache stimmt, One Piece geht nicht ganz so kurz, wie Oda es gesagt hat, aber auch nicht mehr ewig. Deswegen gibt es zum Beispiel solche Elemente wie Vegapark, wo bestimmte Sachen aus der Vergangenheit einfach enthüllt werden können, ohne dass es plotmäßig komisch wirkt. Und ich denke mal, im Zuge dessen würde man dasselbe machen können, indem man halt hier Blackbeard und Law zusammenbringt. Das heißt natürlich, die ganze D-Klein-Thematik könnte mit den beiden auch irgendwie besser enthüllt werden. Und interessanterweise glaube ich tatsächlich, dass das dann auch hier mit den Nika-Frucht zusammenhängt, dass da andere Informationen rauskommen werden, die Law unbedingt an Waffi weitertragen wird. Und das finde ich extrem interessant, gerade wenn Blackbeard irgendwann realisiert, dass Waffi derjenige ist und Law und Blackbeard dann im selben Raum sind zum Beispiel und dann kommt diese Enthüllung, beide realisieren im selben Moment, oh, Waffi ist derjenige, der im Prinzip das Geheimnis in der Hand hält, der den Schlüssel in der Hand hält, der im Prinzip die Welt rumreißen kann. Und das könnte schlussendlich dann sogar wieder zu einem Kampf führen. Ich fände es auf jeden Fall interessant, man könnte es halt so ein bisschen weiter stricken. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr auf jeden Fall denkt. Ich denke mal, diese D-Klein-Thematik wird halt hier im Zuge dessen enthüllt werden müssen. Wir haben jetzt solche Charaktere zusammengebracht. Und die einzige andere Möglichkeit ist halt, dass er wirklich irgendwie on-screen oder off-screen stirbt. Wäre ein bisschen arg verschwendet. Deswegen, warum nicht die D-Klein-Thematik mit diesen beiden Charakteren zusammenbringen? Passt doch eigentlich perfekt. Aber gut, schreibt es in die Kommentare. Das war's von mir. Im Namen der Gerechtigkeit, in nomine Justitia, bis dato, bis zum nächsten Mal.